Ja, das haben ja auch schon Leute kommentiert und sie haben nicht ganz unrecht. Wir haben 40 Folgen bis nach Anno London gebraucht. Wenn wir so weitermachen, brauchen wir über 100, um das Spiel durchzukriegen. Ja, aber das ist ja auch ein Erfolg. Auf irgendeiner Basis ein 100... Nee. Meinst du, da poppt ein Achievement auch? YouTube. Stell dir mal vor, da findet jemand ganz neu unser Dark Souls Gameplay und sieht so 100 Folgen. Ich glaube, das ist sie gut. Sind bei einem Drittel des Spiels. Oh, gut. Wir können ja 30 Minuten Folgen machen für Dark Souls. Danke, Robin. Danke. Wirklich. Vielen Dank für diesen Kommentar. Also, ich bin dafür. Wenn das nicht passiert, dann sind es die anderen beiden. Weißt du, wie viel Material wir produzieren müssen? Wenn wir, weißt du, wie lange wir heute hier sitzen? Ich wäre bereit, das für die Community zu machen, Leo. Oh Gott, ich hasse dich so sehr. Generell mehr Dark Souls für Time to 3. Okay, also die Serie ist ab jetzt offiziell deine. Ich schneide hier gar nichts mehr. Kannst du vergessen, okay? Aber ab nächstes Mal steht sie alleine hier. Hallo, Leute. Ich einfach aus Protest 5 Minuten folgen. Genau. Guck mal, wir haben fast einen ganzen Tod gekriegt. Ja, wenn er den Schwung so macht, dann... Ja, die Sache ist, wenn ich beim Rollen hast du halt eine Zone, einen Zeitpunkt, wo du einfach nicht getroffen werden kannst. Auch wenn er dich trifft, wirst du trotzdem nicht getroffen. Beim Springen gibt es diesen Zeitraum nicht. Das sind so die Feinheiten. Ich bin wirklich mal gespannt, wie dann Dark Souls 2 ist im Vergleich. Easy peasy. Ja, auch gerade was so Steuerung und sowas oder Glitchiness angeht. Also ich habe es ja schon gespielt. Steuerte sich identisch. Nur, ich denke, die Sprungtaste war anders. Also, identisch ist völlig falsch, aber also die Tastenbelegung war natürlich anders. Aber es fühlte sich sehr ähnlich an. Oh Gott, Robin. Oh Gott. Ja! Und jetzt nichts. Muss noch kurz die 3000 zurück. Nicht kurz B drücken, bitte nicht. Und hier lässt man sich fallen. Yeah. Warte, ich wollte kurz zum Feuer. Du erst zum Feuer? Ich wollte gerade sagen. Gib's mir Feuer? Noch nicht. Welches Feuer? Komm, Robin wollte es mir... Ja, doch, wir sind jetzt mal im Feuer direkt. Hier ist kein Feuer. We did it. War doch gar nicht. Also ich find's das gar nicht so schlimm. Naja, da ihr da schon Erfahrung hattet. So leer. Ich finde immer wieder eine neue Stelle, in der ich das Spiel aus dem Fenster geschmissen habe. Das war der erste coolste. Du, Tom, du weißt, wie ich mich teilweise aufrege beim Zocken. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie ich bei Dark Souls da gesessen habe. Also es ist... Umso mehr Respekt, dass du das auch durchgezogen hast. Ja, weil bei mir ist Aufregen, ist bei mir halt so eine Sache, Du wirst mir nicht besiegen, oder was? Nee, so ist es nicht. Aber ich spiele unter anderem auch Videospiele, um mich aufzuregen. Es ist mein Ventil so ein bisschen. Also ich bin... Deswegen ist der Leo so eine frohe Natur generell. Weil normalerweise bin ich relativ mellow. Relativ so. Aber Spiele sind für mich wirklich so ein Ventil, wo ich mich mal so wirklich auskotze und schreie und solche Sachen. Und so. Und das ist... Vielleicht hat es auch daran gelegen. Wir können ja mal gucken, nochmal unsere Rüstung so durchgucken, ob wir vielleicht was Besseres Nein! haben. Viereck drücken. Ja. Du hast den falschen Helm ausgerüstet, du musst den Sack da ausrüsten. Den hier? Ja. Sieht gut aus. So, lass mal durch. Der hat besseres Weight. Ja, nimm den, der hat besseres Weight. Außerdem sieht der sehr gut aus. Das ist ein Sack. Das hier sieht toll aus. Das ist tatsächlich... Oh, warte mal, was mit dem Helm? Physical Defense. Ja, der hat halt mehr Physical, aber alles andere... Ja. Wir haben voll wenig Rüstung nur, ey. Ja, okay, die ist halt aber so schwer, dass er dann wahrscheinlich eine Mid- oder Fatty-Roll hat. Ja, wie oft rollt Tom denn? Ja, also, ist richtig. Können wir nehmen. Ich sag ja auch gar nicht. So viel schwerer ist sie doch auch gar nicht. Kannst du ruhig auf jeden Fall nehmen. Voll Elite. Wir hatten die schon mal. Und dann hatte Tom eine Fatty-Roll und hat irgendwie gesagt, er will doch lieber wieder eine leichte haben. Echt, hatten wir die mal? Als wir die gefunden haben. Wir haben die, weil, so wir haben die im Wald gefunden. Du erinnerst dich, es gab mal einen Wald vor ungefähr 30 Folgen. Und... Das war das erste Mal, wo du sagst, oh, das Spiel macht ja Spaß. Und dann haben wir 2 Monate Pause gemacht und dann war das Spiel okay, vorbei. Jetzt hast du den Bluff zerstört, denn Tom hat noch nie gesagt, dieses Spiel macht ja Spaß. Nee, er hat nicht gesagt, aber man hat gemerkt, er hat plötzlich alles, er hat dieses ganze Areal geowned. Er hat es nicht gesagt, aber ich habe es dann gemerkt, dass seine Tränen irgendwie anders geschmeckt haben. Nein, ich weiß es noch ganz genau, denn es war ein ganzes Areal, was er komplett geowned hat. Und dann haben wir gesehen, oh, ich erinnere mich noch ganz genau, ein Playmate war an meiner Seite und Arnold Schwarzenegger rief gerade an, um mir zu sagen, dass ich total awesome bin. Den hier wollten wir nehmen, oder? Ja, genau, den hatten wir ursprünglich. Dann gucken wir, ob als Vergleich. Weil diese Dingy Rope ist eigentlich nicht so gut. Das ist ein Poise. Poise ist, erklär das mal. Was? Wo? Poise.
Ich weiß, oh Gott, ist, Poise, ihr habt mich schon dreimal, glaube ich, in diesem Run gefragt, was echt? Poise ist. Also ich kann, weiß, was ich habe, ich kann es nicht erklären. Okay, also Poise ist ein Wert für Rüstung, der bewirkt, dass wenn deine Poise hoch genug ist und der Gegner dich schlägt, dann zuckst du nicht zurück, dann wird deine Animation nicht unterbrochen. Du wirst nicht kurzzeitig handlungsunfähig oder sowas. Was? Was? Hast du dich hingesetzt? Ja. Sicher? Ich mach's einfach mal. Sind Sie sich ganz sicher? Das ist die Werbemillionär-Frage. Ja, ich bin mir aber ganz sicher. Ding, ding, ding. Nein, ein Elefant ist nicht größer als der Mond. Ist der Elefant größer als der Mond? Ja, nein, nee, vielleicht, nicht sicher. Nee, welches dieser Objekte ist das größte? Elefant, Mond. Warum killst du den nicht? Warum? Ja, da war eine Truhe hinter. Der könnte mich ja töten. Wir haben keine... Ja, aber auch die Truhe könnte ich töten, alles könnte ich töten. Du warst doch direkt beim Feuer, also wir haben ja nicht... Wir haben gut Nutzen an neuen Waffen und Rüstungen, deswegen... Okay, ich habe aber keine Truhe gesehen, deswegen fand ich das. Der stand direkt vorne. An diese Gegner solltest du dich übrigens gewöhnen, das sind sogenannte Silver Knights. Die kannst du relativ easy backstabben. I try. Und falls du es könntest, auch kontern, aber kontern ist bis dann nicht so unser Forte. Nee, aber diese und ihre Nachfolger sind so Gegner, die du noch ab und zu mal sehen wirst, insofern... Scheiße. Hast du gerade alle Knöpfe gedrückt? Hast du mich das noch angehört? Nee. Stirb. Oh mein Gott, ich hab den Inventarknopf gedrückt. Einen sehr eleganten Kampfstil. Ich fahre, mir wird schlecht. Guck nicht hin. Okay. Ich glaube, also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein ganz gutes Gefühl für Parry und Riposte und ich glaube, an den Typen habe ich es sozusagen perfektioniert. Mhm. Ich kann es heute nicht. Ich habe es, glaube ich, zweimal in meinem 4 Bliff Playthroughs gemacht. Inklusive einmal in unserem. Echt? Ja, stimmt. Und du hast es mir nicht gegönnt. Richtig. Du Arschloch. Bin ja heute nicht drüber weggekommen. Ich sage bis heute, dass es keins war, obwohl ich auf dem Video gesehen habe, dass es keins war. Das war das Frustrierendste, was mir je passiert ist. Ich habe einen so einen geilen Repost und bekomme das nicht von dir gegönnt. Aber auch mit Überzeugung nicht gegönnt. Ja, wirklich. Mit einer Werf und Lust nicht gegönnt. Ja. Nee, die Silver Knights, ich weiß gar nicht, wie das bei denen ist. Ihre Nachfolger, die Black Knights, lassen einige der besten Waffen im Spiel fallen. Ja, Black Knights Sword ist Hammer. Aber ich weiß nicht, wie es bei denen hier ist. Also ich meine das Spiel, nicht die Waffe. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Spiel. Es gibt ein Spiel von Grasshopper Games. Okay. Das ist, kennst du das nicht? Ein Arcade-Game. Black Knight Sword. Irgendwas? Vor 2 Jahren rausgekommen. Beziehungsweise Grasshopper Games waren für die... Ist nicht vor 2 Jahren rausgekommen? Vor 2-3 Jahren. Nicht? Was? Letztes Jahr? Ist das nicht auch dieses Jahr gewesen? Kann auch sein. Alter, was hast du nur für ein Zeitverschwendung? Alter, ich hatte schon nicht mehr im Kopf, dass Metal Gear Rising dieses Jahr rausgekommen ist. Da ist so viel passiert seit Anfang des Jahres bei mir, deswegen... Ich dachte gerade wirklich, reden wir gerade vom gleichen Spiel? Wir haben doch jetzt 2017, oder? Oh mein Gott, ich bin in der Zeit gereist gestern. Wo ist mein PlayStation 6? 2017. Nein, scheiße. Die 4 war nicht sehr erfolgreich. Nee, nicht. Die 5 auch nicht. Die 5 haben es direkt versprungen. Das Ding ist, bei Dark Souls ist es dir nicht aufgefallen, weil so weit viel weiter waren wir 2017 nicht. Sorry, ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Genau, Black Knight Sword. Das war gar nicht entwickelt vom spielerischen her von Grasshopper Games, sondern das hat, glaube ich, Digital Extremes gemacht. Glaube ich. Nee, doch. Vielleicht. Ich weiß nicht genau. Aber was für ein Arschloch. Ich war fast tot. Und die, und das Art-Design und so war größer. Aber sollen wir für heute beenden? Kann ich nicht noch die Truhe machen? Klar. Okay, klar. Aber dann kann man beim nächsten Mal da einfach weiter. Solaire. Wir verfolgen seine Geschichte nicht so richtig, aber Solaire hat eine der bewegenderen Geschichten in Dark Souls. Die ich bei meinem ersten Mal aber gar nicht gerafft habe. Da habe ich ihn dann plötzlich getroffen in einem feindlich gesinnten Stadium und ich habe gar nicht verstanden, dass er es war. Und dann dachte ich mir so, hä? Es ist, wenn du an bestimmten Punkten zu bestimmten Zeiten bestimmte Leute triffst, dann verstehst du deren Story wesentlich besser. Und bei Solaire, also da wir es in diesem Spieldurchgang eh nicht sehen werden, kann ich es auch erzählen. Alle, die aus irgendeinem Grund das noch nicht wissen und sich da jetzt nicht spoilern lassen wollen, können ja mal weghören. Solaire ist halt... Also man weiß nicht so genau, wer Solaire ist. Es wird spekuliert, dass er unter Umständen der verstoßene Sohn von Lord Gwyn, diesem Sonnengott ist sozusagen. Scheiße. Und die Sache ist aber jedenfalls die, dass Solaire auf der Suche
auf der Suche nach seiner eigenen Sonne ist. Er ist halt von der Sonne besessen und er will seine eigene Sonne finden. Und hier, du triffst ihn immer tiefer in dieser Dark Souls-Welt drin und er wird immer desillusionierter und so. Und das letzte Mal, als du ihn triffst, also es sei denn, du erfüllst eine bestimmte Kondition. Wenn du das machst, dann passiert das nicht. Aber normalerweise, wenn du ihn das letzte Mal triffst, ist er halt verrückt geworden, hat sich einen Parasiten, der so leuchtet, auf den Kopf gesetzt und ist sozusagen zu seiner eigenen Sonne geworden und greift dich dann an und du musst ihn dann sozusagen töten. Und du kannst das abwenden, indem du diesen Parasiten frühzeitig tötest und dann kannst du so leer retten. Aber ist auch nicht viel schöner, weil er dann trotzdem da sitzt und dann sagt, oh, alles ist scheiße, ja, ich habe meine Sonne nicht gefunden. Aber du kannst ihn dann später nochmal beschwören. Mhm. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe bei meinem dritten oder zweiten, was auch immer, Playthrough dann halt auch wirklich jede NPC-Quest und Storyline komplett gemacht. Ja, ja, ja. Weil ich das alles mal erleben wollte. Und dann war ich auch wirklich beeindruckt davon, wie berührend diese Geschichten sind und erzählt werden, ohne dass dies irgendwie aufdringlich ist in diesem Spiel. Ja, ich hab halt die drei größeren habe ich versucht zu machen. Solaire ist schiefgegangen. Siegmeier habe ich zu einem ganz guten Abschluss gebracht. Siegmeier hat so einen tollen Abschluss. Naja, er hat mehrere, je nachdem. Ja, den im Lake, meine ich. Ja. Toll. Natürlich Lautrec und die Firekeeperin. Naja. Der ist ja mehr oder weniger schon auf dem Hauptpfad. Ja, genau, das habe ich auch beim ersten Mal dann mitbekommen. Das ist ja eigentlich Teil der Hauptquest fast schon. Ja, aber fast. Du musst halt nicht, ne? Und, ja. Du kannst ja auch. Aber ich glaube, das ist sehr viel Spaß, wenn du das ganze Spiel durchspielst, ohne diese. Den einen Typen noch schnell, komm. Lass mal doch aufhören an der Stelle, wo du komm. Zum ersten Mal gesagt hast, wir hören auf.